Es miaut. Miezen gleich meckern. Ah, okay. Wie mache ich das jetzt? Brain.exe has stopped working. So, zack, zack. Dann machen wir hier einmal die Art von Bohnen. Ja, oder das. So. Wie das meckert. Höchstwahrscheinlich ist Spotted's Rechner einfach nicht gut genug für das Performance-Monster, das sich Minecraft nennt. Und wer hat gesagt, Minecrafts Performance, auch wenn sie über die Jahre besser wurde, ist noch immer nicht. Nichts, worüber du epische Romane und Gedichte schreiben dürftest. So, zack. Dann geht's jetzt hier einmal hoch. Hier oben kommt dann Cobblestone-Wand. Spottet Spiel auf einer Kartoffel. Hast du denn 512x512 Texturen packt? Also es leckt ohne Ende, aber Spiele wie Model laufen problemlos. Es ist keine Kartoffel. Um ehrlich zu sein, wüsste ich jetzt nicht. Ich müsste halt gucken, was in dem Rechner alles drin ist. Und ob sich Minecraft quasi genug RAM klaut. So, ich habe eine Idee, was ich hier mache. So was Ähnliches haben wir schon mal gemacht. Ich bräuchte dafür... Oh Gott. Birkenholz. Birkenholz brauche ich dafür. Da hat übrigens jemand einen Baum nicht richtig gefällt, ne? Schieb's auf Schatten, diesen Idioten. Der kriegt das nie hin. So, plupp, plupp. Alles mitnehmen. Wir sind die Borg, wir assimilieren. Du, 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 du. Gen 3. Du, 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 du. Gott, damit hört auf mit euren Eiern hier. Wenn ich das der Schrift durchnehme, ist es ein Acer Aspire V3. Damit kann ich erstmal nichts anfangen. Also, es kann halt gut sein, dass du nicht genug RAM hast für Minecraft, was... ja. Minecraft ist halt ein RAM-hungriges Biest, ne? Ich meine, ich persönlich muss mir immer noch mal 8 weitere Gig RAM holen. Einfach damit ich 16 Gig hab, damit Kram wie du hast Firefox offen und du hast Minecraft und Streamlabs offen. Ja, eins von denen muss ich jetzt zwangsweise schließen. Oh Gottchen. Ist großer Link. Hallo Schaf. Warum? Geh weg! Schuh! Oder Handschuh oder Gürtel, was weiß ich. Aber der Link ist extrem. Ist ja nur ein Saturn-Link. Die Dinger sind immer ein bisschen deppert. Saturn-Links sind immer diejenigen, die sich so denken, oh, je länger, desto besser. Saturn, Größe ist nicht alles. Es kommt auf die Technik an. Deswegen gibt es Tiny URL und deswegen wird das auch genutzt.
Spuk. Genau, ich wollte hier noch so ein bisschen mehr Bäume und sowas reinsetzen. Einfach. Können wir jetzt sogar ein bisschen damit anfangen, ne? Damit ich hier so ein kleines Stückchen Wald habe, durch das man durchgehen müsse, um Richtung Akaziendorf zu kommen. Na, und wenn man in Akaziendorf ist, und dann gebe ich da ja noch die Mine, die ich noch immer zu Ende machen muss. Wobei ich noch immer erstaunt bin, dass ich in dieser Mine halt quasi nichts gefunden habe. Meine ist ein bisschen älter und hatte noch Windows 8 zum Anfang. Oh, RIP. Windows 8 ist halt... Ich kann nicht nur den Kopf schütteln. Was auch immer Windows 8 versuchen wollte zu sein, es hat es nicht geschafft. Oh, so ein bisschen... bin ich ja noch nostalgisch gegenüber Windows 7. Und XP. Ich bin ehrlich, Windows XP ist meiner Meinung nach ein... Oder ist eins meiner liebsten Betriebssysteme aller Zeiten. So. Kann wirklich im RAM liegen. So, Entschuldigung. Die Kante nehme ich da raus. Wenn ich eins gelernt habe, was Menschen machen, ist Kanten abkürzen. So, dann gehen wir hier einmal hoch. Meiner hat Windows 10 vom Vater, ist mir jetzt mal updaten. Ja. Shit happens. So. Ich hätte nämlich ganz gerne. Das basteln wir mal komplett um. Gehen wir hier an die Crafting-Fußmatte. Ach so, stimmt. Ist das so richtig oder möchte ich das lieber in die andere Richtung haben? Ja, ich möchte das lieber in die andere Richtung haben. So. Wie mache ich das denn jetzt? Ich würde ganz gerne... Zack. Warte, wie lang bist du? Irgendwie hat es mal bei wen auf dem Server geklappt, da warst du relativ ruckelfrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Komme ich jetzt hier hoch? So. 1. Entschuldigung, alter Mann-Modus wurde aktiviert. Technik von heute hat mich verwirrt. So, machen wir es mal so. Wäre schon toll, wenn der Server ein bisschen voller mit der Community wird. Ja, da muss ich gestehen, ist so ein bisschen meine Schuld. Dass nicht noch mehr von der Community drin sind. Weil ich bin halt... Also ich weiß, dass es sehr elitär wirkt, wenn ich das so sage, aber es ist halt leider die Wahrheit. Ich habe Angst, dass man das kaputt macht. Ne, da werde ich quasi wieder... 4,5 Jahre alt... Ich will nicht, dass ihr mit meinen Sachen spielt. Der macht das nur kaputt. Na, vielleicht... Ich muss da vielleicht einfach mal von meinem doofen, hohen Ross runter. So, 1, 2, 3.
Na, weil also jetzt zum Beispiel bei dir, Kai, oder halt auch Kev oder so, weiß ich halt, ich kenne euch lang genug, dass ich ganz genau sagen kann, ja, die würden so einen Bullshit nicht abziehen. Na, aber dann ist da halt wieder Menschen, die ich halt nicht so lange kenne. Es ging jetzt schon speziell um Spotted Griefen, das sind blöde Sachen, das würde ich ja auch nicht wollen. Achso, ja, ja, doch. Ja, also bei Spotted, Spotted vertraue ich da auch vollkommen. Dass sie keinen Blödsinn macht. So, zack, zack. Eins. Zwei. Es ist halt. Das Ding ist, warum ich halt so viel Angst davor habe, ist einfach, weil ich halt doch schon buchstäblich Tage in diese Welt reingesteckt habe. Ne, es ist nicht irgendwie so, haha. Hoho! Ich habe Tage in den Server gesteckt. Haha! Nee, es sind halt wirklich Tage. Aber ich meine, Tobi zum Beispiel, ne, kann ja auch rauf, ne, dem würde ich auch vertrauen, dass er da keinen Blödsinn macht. Ne, Melli würde sie sagen, ach, dürfte ich, würde auch direkt drauf. Also Mods auf jeden Fall, so. Hast gehört, Mod, du darfst immer drauf. Ich denke, Tage ist noch untertrieben. Ich kann mal ganz, oh, shit. Entschuldigung. What you speak, Resource Packs, Music Sound. My skin look like. Da, Statistics. Goddammit. The damage dealt, water taken from random dispenser. Jesus Christ, das macht es halt nicht einfacher. Hey, wir haben 2 Tage, seitdem ich das letzte Mal gestorben bin. Teamplay da. 9, ja, es geht auf die Wochen zu. Gut, müsstest du mir schreiben, wie dein Minecraft-Username ist spotted? 9,6 Tage. Und die Zahl ist nicht mal richtig, sogar. Also bei dem Timeplate könnt ihr noch locker was draufrechnen. So mindestens nochmal 4 Tage, 4 bis 5 Tage. Weil... Dadurch, dass ich die Welt während einer Alpha-Version generiert habe, wo halt die Optionen noch nicht so getrackt wurden, sind die falsch, zum Teil. Sind die zum Teil einfach falsch. Also halt nicht 100% akkurat. Zu wenig halt quasi. Wo ich da so ein bisschen drauf warte, ist, dass ich, mit der YouTube-Playlist endlich mal wieder so auf eine 7 Tage oder so rankomme zu dem, was ich streame, dass ich dann von dort aus einmal schauen kann, ne, wie viel Zeit es wirklich ist, weil ich habe ja alles, was ich auf dem Server gemacht habe, habe ich ja in der YouTube-Playlist drin. Also jeder Stream, jede Minute aus dem Let's Play. Weil genau das soll halt das Projekt sein. So, 1, 2. Ich werde mal in den Dirt-Modus wechseln, so langsam wird spät. Stimmt, das ist wahr. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Upp. Ich habe heute auch mal wieder auf Minecraft-Video YouTube-Video hochgeladen. Total professionell, wobei ich noch Verbesserungsvorschläge bekommen habe. Ach, hast du? Ach so, ach, höchstwahrscheinlich April-Scherz, ne? Ich habe noch nie so einen YouTube-April-Scherz gemacht. Habe ich nie so richtig verstanden. Also, zumindest habe ich keinen Spaß dran gefunden, sagen wir es so. Immer diese Schleichwerbung! Ich hab Shift gedrückt! Oh, ich sollte es nicht so häufig drücken. Andernfalls kommt der Einrastmodus. Doof, ey. So, dann kann ich von hier innen mal ein bisschen aufräumen.
mein Mod, du zum Beispiel, also ja, das Ding ist halt, du magst halt Minecraft nicht so sehr, ne? Aber du könntest ja auch einfach, wenn du möchtest, noch mehr auf dem Server spielen und dann hochladen oder sowas oder ähnliches. Was? April-Scherz? Quatsch, wo kämen wir denn da hin? Ich finde den April-Scherz, also ich, auf YouTube gibt's einen Reviewer, also Reviewer, so ein bisschen in Anführungszeichen, der heißt I Hate Everything und der macht jedes Jahr zu April eine Art Let's Play-Video. Oh, die finde ich auch immer ganz lustig. Weil, oh, jetzt wäre das Derpy House. Weil, komm, wir machen Derpy House. So, das sollen wir wegmachen. Dann hier in Licht setzen. Zum einen, damit keine Monster spawnen, zum anderen, damit das Haus bewohnt ausschaut. Jetzt müsste ich Fenster und nochmal das Dach zu Ende machen. Achso, ich mache das, glaube ich, ein bisschen anders mit dem Dach. Das ist Pokémon Mystery Dungeon. Hab halt 5 Minuten Minecraft gespielt und mit dem Handy aufgenommen, wie die richtigen... Ah! Hallo, ich bin der Mod und heute spielen wir Minecraft. Schaut das aus? Kann man das so machen? Nee, ne? Weil das Dach eigentlich dafür stufenweise nach hinten gehen müsste. Nee. Was ich glaube ich machen kann, ist, dass ich oben das wirklich zusammenlaufe. Lasse. Aber dann hier schon. So, zack, zack. Aber halt nicht in diesem Überhang. So. Sieht by the way kacke aus. Nein, ich hasse es. Puh. Jetzt zack, kann ich hier wieder runter von meinem hohen Turm. Na, das war der Turm zu Babel. Und dann meine Lieblingsmechanik beim Dächer bauen. So machen. Damit das ein bisschen... So, ist doch angenehmer. Ja. Jip, jip. Das habe ich auf der Seite anders gemacht als auf der Seite. What? Entschuldigung. Ah, oh. Verstanden. Go me. Richtiger Profi am Werk, du. Goddammit, Pokémon Mystery Dungeon hat halt auch richtig gute Musik einfach gehabt, ne? So viele Pokémon-Spiele hatten einfach richtig gute Musik. Ich würde dann sogar für die Hintertür. Könnte ich nicht. Tada! Tada! Ich hab eine Tür gemacht! Mist! Schade. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich es gewollt hätte. Falsche Richtung. Tada! Ich habe eine Tür gemacht! So, hier haue ich noch ein Fenster rein. Gut, den Boden machen wir einfach mal aus Birkenholz, würde ich sagen. Weil wir das jetzt eh schon verwendet haben. Und dann haben wir hier nicht überall den gleichen. Wobei, ich glaube, ich habe die ganzen anderen Häuser mit Steinbohnen oder sowas gemacht, dass da halt Teppich drauf liegt.
Aber dadurch, dass der hier halt Honig verkauft, hat er sich ein... What the fuck? Drücken wir mal Shift, damit ich nicht nochmal runterfalle. Ja, dadurch, dass der hier Honig verkauft, hat der sich einen Holzboden leisten können. Ich habe kein Birkenholz mehr. Die Boden machen wir also als kompletten Bäumen, ne? Mit Blättern dazu. Jetzt die Frage. Wo könnte ich denn noch Birkenbäume finden? Ich weiß es nicht. Da hinten sind auf jeden Fall noch irgendwo welche. Da sehe ich doch eine. So. Nimm die doch ruhig bei mir. Nein, das sind deine Bäume. Das sind deine Bäume! Hey, das Haus schaut ein bisschen aus, als wäre das ein Toad, der Schminke trägt. Aber das Dachdesign gefällt mir. So. Ich guck mal, wie schnell die jetzt eigentlich hier wieder gewachsen sind. Das ist schon fast alles fertig. Also, gut, fast alles ist jetzt vielleicht minimal übertrieben. Auf der Übertriebenheitsskala so mindestens eine 2. Von 3 Millionen! Mäh. Dann holen wir uns ein paar Glasscheibchen. Ich hätte gerne eine Scheibe von dem Glas, du! Ich hab da voll Hunger drauf, schön auf meine Schnitte drauf. So macht das Spaß, du. So frühstückt man wie ein Champion. Macht eigentlich, ich sehe relativ wenig Werbung oder sowas, machen die Fußballer von der deutschen Nationalmannschaft eigentlich noch immer Werbung für Nutella? Ich kann übrigens sagen, das ist furchtbar, das Minecraft zu spielen, während man ein Handy zum Aufnehmen in der Hand hält, immer schön im Wechseltastatur und Maus bedient. Uff. Oh, darauf hätte ich ja gar keinen Bock. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass du, keine Ahnung, dass dir an die Stirn klebst oder so. Will ich dann hier... Ja, machen wir auch. Piep. Piep, boop. Hier kann ich auch noch mein Fenster reinmachen. Boop. Wenn ein richtig Profi-like. Hallo, ich bin der Mod und willkommen zu einem neuen Minecraft. Ach nee, Entschuldigung, das Rauschen fehlt noch. So ungefähr, nicht? Wenn du nicht das laute Rauschen drin hast, dann bin ich... Jetzt sind meine Hände feucht. Bin ich enttäuscht. Fackeln, genau, das wollte ich hier noch hinsetzen. So, einfach in jede Ecke eine Fackel. So. Ja, mir wurde schon gesagt, dass das Dubstep-Intro die Küchengeräusche und die nervenden Geschwister fehlen. Kein Dubstep-Intro! Mod, was hast du eigentlich gelernt? Und wie du wieder aussiehst. Löcher in der Hose und ständig fehlende Küchengeräusche. Gut. Gut genug. Ich habe wieder eine halbe Stunde überzogen über das, was ich eigentlich machen wollte. Naja, das heißt, wir haben jetzt hier ein weiteres Haus. Oh, das gefällt mir sogar wirklich, dass es so ein bisschen derpy ist.
Nee, da hat der Zimmermann nicht richtig aufgepasst und hat dann aus Versehen ein Loch zu hoch geschlagen. Oder zu tief. Na, aber der Farmer hat sich gedacht, okay, was die Minecraft-Spieler immer in Köln auszusetzen haben, warum nicht mal Fuck Düsseldorf nehmen, Fuck Köln? Oh, wow, der hat ein bisschen gebraucht, um bei mir zu zünden. Der ist echt gut. Das war wie eine Rakete angezündet, hat ein bisschen gedauert und fiu, noch ein bisschen gedauert. Brrr. Genau. Wie viele Häuser brauche ich jetzt noch? Da muss auf jeden Fall noch ein Haus hin. Upsa. Dann da hinten eins, was halt zu diesen Feldern gehört. Oder zu diesem Feld, keine Ahnung, ob ich da immer Plural verwenden soll oder nicht. Stimmt, da fehlt noch mein Borschthaus und hier soll halt ein größeres Häuschen hin. Da bin ich vermutlich auch ähnlich wieder so einen Turm ran. Wenn nicht sogar zwei, ja, dass ich mit zwei Türmen nach oben gehe. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein Video demonetarisiert. Ich meine, ich kann ja nicht mehr Videos monetarisieren. Ich habe ja weder die 1000 Abonnenten noch die 4000 Stunden Watchtime auf 12 Monate. Dementsprechend. Nee, gibt nichts zu demonetarisieren. Wah, wah. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entweder sind 6 oder 7 Häuser, die ich brauche. Ich glaube, da hinten wollt ihr noch irgendwo ein Haus bauen. Bin mir unsicher. Behaupten wir erstmal 6. Ich fühle mit dir. Ja, ich meine. Ist halt ein bisschen doof, weil ich kurz davor war, quasi meine erste Auszahlung über YouTube zu haben. Ich war kurz. Ich fing an, langsam in Richtung den. Ne, überhaupt etwas zu bekommen, sagen wir es mal so. Und dann, ja, ich kam halt nie auf den 100 US-Dollar Schwellenwert. Dementsprechend ist da quasi, ich glaube, 70 US-Dollar oder sowas halt eingefroren, bis ich irgendwann mal die 1000 Subs und 4000 Stunden Watchtime bekomme. Aber ich glaube nicht, dass ich beides innerhalb meines Lebens noch erreichen werde auf YouTube. Bin ich ehrlich. Ne, um, ich glaube, 4 Stunden Watchtime auf 12 Monate zu bekommen, muss man 8 Stunden oder 10 Stunden täglich dein Content gucken. Was halt mit 1000 Abonnenten natürlich vermutlich weniger ein Problem ist, aber halt sonst doch schon ein bisschen was. Gut. Wehe, du Melone wirst jetzt auf dem Weg wachsen. Na, dann gib es aber Fuba. So. Warte, ich kümmere mich einfach darum, dass das. Aber dann geht der Weg kaputt. Behaupten wir einfach, dass sie da nicht wachsen kann. Genau, gut. Dann würde ich diese Stelle jetzt nutzen wollen, um den Stream zu beenden. Ne, und. Ich meine, ein bisschen was haben wir hier noch zu tun. Wir haben überall noch ein bisschen was zu tun. Ich habe jetzt 1000 Jahre gebraucht, um meinen Nick bei Minecraft zu ändern. Hattest du noch irgendwas mit XX? Flower. Nee, Gottchen. Warte, XX underscore. Fluffy Bunny 2002 underscore XX. Die Band ist noch gar nicht morgen. Weil ich morgen Uni hab, wie ich heute festgestellt habe. Dementsprechend, ja, es gibt weniger von den langen Durchgeh-Streams, auf jeden Fall an dieser Stelle. Bis auf Sonntag. Sonntag kann ich ewig lange, weil meine erste Vorlesung am Montag um 16 Uhr ist. Gut. Dann I'm gonna go now. No. Okay, thanks, bye.